Zärtlichkeiten sind normalerweise nicht gerade die Spezialität der vier schusseligen Schurken aus Armed and Dangerous. Die haben es sich in den Kopf gesetzt, mit einer dreisten Raubaktion Kriminalgeschichte zu schreiben. Dass sich ihre Welt gerade im Kriegszustand befindet und vor schießwütigen Trollen und Robotern nur so wimmelt, stört die Chaotentruppe nicht weiter. So wird die Reise wenigstens nicht langweilig. Zumindest nicht, wenn man die richtige Ausrüstung im Gepäck hat. Klebegranaten oder portable schwarze Löcher. Der inoffizielle Nachfolger des abgefahrenen Shooters Giants ist ein für LucasArts eher ungewöhnliches Spiel. Nicht nur grafisch erinnert der Titel an das zu Unrecht erfolglose MDK 2. Auch der Humor erinnert an das skurrile Actionspiel aus dem Hause BioWare. Denn es werden nicht nur Zeppeline abgeschossen. Statt Kühen wie in MDK müssen hier allerdings Schafe herhalten. Außer dem Austesten von abgefahrenen Kriegsgeräten wird es bei Armed and Dangerous nicht allzu viel zu tun geben. Allerdings sollen die 21 Missionen durch irrwitzige Videosequenzen und Dialoge zu einer abgedrehten Story verwoben werden. Money,